So, ein wunderschön, ja. Clicker Heroes Level Folge 23. Auch heute wieder ohne Musik, weil gestern habe ich halt nochmal versucht, möglichst viele Level zu schaffen und ja, ansonsten habe ich halt geschlafen. Ja, ich kam auch nicht ganz bis Level 100, was halt auch daran lag, dass gestern noch ein bisschen was neben dem Spiel passiert ist, sprich also ich habe auch noch ein Leben neben Aufnahmen, ne? Deswegen kam ich nicht ganz so weit, wie ich gehofft hatte. Warte. Läuft. So, wir haben 7 EW 17 Gold verdient und ich bin Level... Oh, ich dachte 75. Na gut, bin ich halt doch schon Level 80. Ja, die hier, die gehen mit gerade echt auf den Sack. Gestern ist schon wieder, sind schon wieder zwei verstorben. Nee, doch einer. Ich weiß nicht. Wir haben eine Mission, um einen Rubin zu bekommen. Und die anderen Söldner brauchen wir immer wieder, um neue Söldner zu bekommen, weil uns die wieder absterben. Das ist so sinnfrei, dass das schon fast Spaß macht. Wow, und jetzt nur so eine Kacke. Ist das behindert? Ist das. Ach komm, nächste Mal hier, leck mich. Ja. Yay. Ach komm, nee, den gehen wir lieber auf Gold. Alles andere bringt hier gar nichts mehr. Die Söldner haben wir echt verkackt. Aber okay, ist bloß 5 Minuten. Aber trotzdem wird es so kompliziert. Fick, Arsch, weg. Ja, so viel zu dem Thema. Dann gucken wir mal, was wir hier machen könnten. Also erstmal, bam. So, dann gucken wir mal. Schaffen wir. Gut, was habe ich gestern gemacht? Also erstens natürlich die Ascension und dann habe ich bei mir eine typische Hochziehstrategie, also ich kenne wirklich die Strategie, ist einfach nur eine Art und Weise, wie ich halt in dem Moment spiele. Oh Gott. Kann ich mir helfen? Wobei bringt nicht viel. Schauen wir trotzdem. Bam. Und zwar habe ich zuerst immer einen Helden auf Level 10 oder hier unten sieht man es vielleicht besser. Genau, einen Helden auf Level 10 gebracht, dann Upgrade gekauft, mich dann auf den nächsten konzentriert, dann auch wieder bis Level 10, auf ein Upgrade, dann am nächsten auf Level 10, auf der Upgrade. So kann man eigentlich seine Monster am schnellsten, ich sag jetzt mal, am schnellsten neue Helden bekommen. Weil bis Level 10 sind sie halt relativ effektiv, danach lohnt es sich halt nicht mehr wirklich, allein von der Kraft her, sondern da lohnt es sich denn eher ein Rubin. Ja, dazu auch gleich mehr. Von daher lohnt es sich da von der Kraft eher gleich auf den nächsten zu setzen. Und den dann wieder bis Level 10 zu führen. So habe ich das halt gestern nochmal weitergemacht. Ja, bei Armenhaupt habe ich dann aufgehört. Zumal das auch der letzte ist, den wir brauchen. Wir werden aber natürlich trotzdem weitermachen, damit wir den nächsten Jungfern hochziehen können und ihn dann ganz leicht bis Level 150 ziehen können. 25. Pardon. 20 Level haben wir noch. Ja, und dann habe ich, wo ich denn hier unten war, irgendwann, konnte ich dann halt natürlich die oberen schon weiter nachziehen. Heißt also, ich habe dann alle bis Level 200 gezogen, damit ich deren Fähigkeiten hier auch habe. Bis da. Das heißt also, ja, gut was geschafft. Wie gesagt, bis Armenhaupt sind wir bereits. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie versuchen, ihn hier auf Level 150 zu bekommen. Und auf Level über 100 zu bekommen. Vielleicht diesmal auch etwas weiter darüber, damit wir auch ein paar Heldenseelen endlich mal bekommen. Und ich bin sowieso noch gar nicht fertig, weil wir haben gerade mal, ja, also uns fehlen noch 10 Rubine. Ich habe gestern nur 15 bekommen, weil Rubine bekommt man ja erst ab Level
35, 39 und wie so ein Dreh. Davor bekommt man ja gar keine Rubine, soweit ich weiß. Auf jeden Fall habe ich gestern eine ganze Weile lang keine Rubine bekommen, sondern erst halt später. Und die Zeit, die ich da noch hatte, hat halt nicht ausgereicht, um in der Zeit 25 Rubine zu farmen, sondern es waren halt nur 15. Also fehlen uns noch 10. Das heißt, wir haben in der Essenz noch ein bisschen was zu tun. Ja. Gut, dann ziehe ich erstmal die restlichen hier auf ja, Level 200. Mal gucken, ob wo es denn unglaublich teuer wird. Oh, ab jetzt schon. Ah. Okay, gut. Da gucken wir mal ganz kurz. Oh, auf Level 200 kriege ich gar keinen von denen. Okay, dann nicht. Und was mir gestern noch aufgefallen ist, wir haben endlich diesen guten Button kaufe verfügbare Upgrades. Das hatte ich auch schon gestern in der Aufnahme, nur da habe ich das Ding überhaupt nicht beachtet. Ja, und das ist halt das Ding, damit gleich alle von diesen Dingern, die hier noch so frei sind, solange wie das Geld reicht, gekauft werden können. Und schon sind überall Hähnchen drin. Yay. Okay. So, Tatsache schon Level 1. Ja, ansonsten viel mehr gibt es halt nicht zu sagen. Genau, die hier ist halt komplett hoch. Also das ist. Ja, bei meiner mobilen Version, da hatte ich jetzt auch was Witziges. Da hatte ich bei einem Söldner dreimal die gleiche Mission. Die erste Mission war so eine Laubbaum-Mission, Gold für 5 Minuten. Und dann hier, ich glaube, das war hier Reliquien. Also die Dinger hier. Genau, doch Reliquien. Und da war wirklich halt dreimal 1:1 gleiche Mission. Alle drei für 2 Tage. Alle drei für Reliquien. Und alle drei mit der gleichen Wahrscheinlichkeit. Wo ich mir so denke. Danke, du Kack-Söldner, dann geht doch gleich sterben. Ich habe trotzdem erstmal die 5-Minuten-Mission ausgewählt. Weil die Missionen haben alle nichts gebracht. Und wenn man nur Missionen hat, die einem nichts bringen, dann wählt man halt einfach die kürzeste aus, damit man möglichst schnell wieder Missionen nehmen kann. Und dann hoffen kann, dass dann eine dabei ist, die auch was bringt. Ja. Und bei mir hier bringt derzeit halt wirklich nur Gold-Missionen was, weil alles andere habe ich hier bei mir. Ja. Von daher ist das ein bisschen dämlich, aber gut, da kommen wir mit klar. Okay, ja. Das so zu dem Thema. So, wir hier können jetzt erstmal soweit nichts machen, außer warten bis Level 85 ist und dabei noch gucken, dass wir hier möglichst weit unseren Tarzan skillen. Was machst du? Achso. Okay, ich dachte, du bist das hier. Das hätte uns jetzt mehr gebracht, weil 100% Gold, so lange wie wir die Gegner erledigen, bringt das halt nicht viel. Ja, es ging gestern halt relativ schnell, weil eben, gestern habe ich halt wieder die ganze Zeit hier mit Combo gearbeitet. Kam zwar nie besonders hoch, weil ich mich halt selber halt auf andere Sachen konzentriert habe, heißt also, ich habe die Combo relativ oft verloren. Aber ich kam so durchaus schon ein paar Mal bis Combo 10.000. Ich habe gestern auch für die Maus etwas bekommen, so oft wie ich geklickt habe, was auch nicht weiter verwunderlich war. Nein. 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 Ist das hier eigentlich? Achso, besitze 5 Söldner. Ja, danke dafür, Arschloch. Das hier muss es sein. Genau. Okay, von dem habe ich gar nicht mitbekommen, aber das hier. Das Ding, oder was doch das hier? Genau. Ich glaube. Also, eins von den beiden, auf jeden Fall irgendwas mit E5, habe ich gestern erreicht. Heißt also, wir haben schon fucking 250.000 Klicke durchgeführt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und meine Maus wird es bedanken. Irgendwann. Also, naja. Das Gute ist, diese alten Mäuse, ich habe nur noch so eine uralte Maus, die sind ein bisschen stabiler. Heißt also,
die sind zwar nicht so gut, was jetzt so hier, das, wenn man jetzt irgendwelche Sachen anvisiert, wobei das geht mit der Maus eigentlich wunderbar. Das ist eigentlich eine richtig top, stylische, nice Diet. Aber sie halten halt dafür eine halbe Ewigkeit. Und ja, 250.000 Klicks scheint für sie dann wohl doch kein Problem zu sein. Wobei, man muss auch dazu sagen, es sind nicht ganz 250.000 Klicks, weil das Ding hier zum Beispiel zählt auch mit rein. Von daher, genauso wie halt später auch der Autoklicker mit reinzählt. Wenn der Autoklicker also 5 Millionen Klicks macht, dann können wir durchaus ein Achievement dafür bekommen. Wobei ich gar nicht weiß, ab wann das nächste Achievement kommt. Ich glaube, kommt da gar keins mehr, oder? Ne, danach kommt Gold. Ja gut, okay. Dann haben wir sowieso alle Achievements. Oh, eine Durchschnittsmaus geht also schon bei 100.000 Klicks kaputt. Interessant. Und bei uns müsste der Finger bluten. Wobei, ich hatte gestern echt schon sowas wie so ein, ja ich weiß nicht, Muskelkater im Finger, keine Ahnung, irgendwie so. Naja, nicht wirklich Muskelkater, aber wenn ich mein Finger irgendwann in dieser Position gehalten habe, dann habe ich schon gemerkt, ah, ja, brauch Urlaub, definitiv Urlaub. So. Ja, dann könnten wir eigentlich an der Stelle die Aufnahme schon wieder beenden, weil passieren tut jetzt nicht mehr allzu viel mehr. Warum kann ich mir den nicht kaufen? Ich verstehe das nicht. Ach, da ist der Preis. Boah, Alter, ich wechsle immer die ganzen Zahlen, ey, das ist doch behindert. Naja, aber das ist jetzt schon pro Sekunde. Ja. Also seht ihr hier, wie gesagt, ihr bis Level 10 und dann mit dem Upgrade und weiter leveln würde halt nichts bringen, weil er würde halt gerade mal ein E14 dazu bekommen. Und er hat in dem Moment aber schon weit mehr aus als ein E14 bei Level 1 und bekommt mit jedem Level schon zwei E14 dazu. Deswegen alleine ihn auf Level 1 sorgt schon dafür, dass er schon wieder ein Viertel unserer Gesamtstärke ausmacht. Und deswegen bringt es halt wirklich immer nur den jeweiligen Helden bis Level 10 und danach zum nächsten überzugehen. Weil ab Level 10 kannst du halt erst das hier holen, also das erste Upgrade. Und das erste Upgrade ist halt nochmal sowas, das bringt nochmal ein bisschen Boost rein, weil es halt den Angriff nochmal um 100% verstärkt. Aber danach bringt es halt faktisch nicht mehr, weil du halt viel zu viel Geld ausgibst, als dass es noch irgendwas bringt. Und dementsprechend wäre es dann halt ab Level 10 an der Zeit auf den nächsten zu gehen, wenn du halt wirklich einfach nur drauf aus bist, also mehr Helden zu bekommen. Und das wollen wir ja. Weil ich will definitiv bis zu ihr kommen und sie kann ich dann weiter hochleveln. Bei ihr können wir dann durchaus auch bis Level 20, 25, 50 gehen. So dass wir dann, wenn sie halt auf dem entsprechenden Level ist, ihn dann mit einem Schlag auf Level 150 ziehen können und dann ja einen Reborn machen können. Ascension. Das wäre ganz geil. So, ja, wir sind mittlerweile ganz schön schwach auf den Beinen. Ja, nee, jetzt bringt ja alles nichts mehr. Gut. Dann würde ich mal sagen, das war's auch schon mit der Aufnahme. Fisch haben wir jetzt auch wieder keinen einzigen bekommen. Das ist auch wieder ein bisschen schade. Oh Gott, Alter. Noch 10 Rubine. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Das heißt also, wir werden dann erst nächste Folge die Ascension machen können. Mal gucken, vielleicht kriege ich bis dahin wieder eine extra zur Klick-Kombo aufgebaut, aber das gestern hat mir gereicht. Ich habe ja gestern insgesamt fast, Gott, wie wir. Weit über 50.000 Mal geklickt. Das reicht mir erstmal. Heute, das mache ich nicht nochmal. Von daher, mal gucken, wie weit ich heute komme. Weil, wie gesagt, diese Klick-Kombo ist ja auch nicht dafür da, dass man selber die ganze Zeit klickt, weil du bist verrückt. Sondern die ist ja eigentlich dafür da, in Kombination mit dem automatischen Klicker. Und nicht damit wir hier unblutig klicken. Das war so nie der Plan. Na, das bringt absolut gar nichts. Danke dafür. Können wir uns dann auch irgendwann mal holen?
Ja, können wir uns jetzt sowieso noch nicht holen, weil er kostet 4, wir haben nur 3. Tja, und dann bin ich mal gespannt, wie viele sollten wir heute wieder absterben innerhalb dieser einen Aufnahme. Garantiert auch wieder so 3 Stück. Einfach weil sie es können. Das ist so traurig mit den Söldnern. Also, ich weiß nicht, irgendwie. Naja. Ich weiß echt nicht, ob es allgemein an der PC-Version liegt oder ob es hier daran liegt, dass das hier so eine ältere Version ist. Aber die Version hier ist halt echt gewöhnungsbedürftig, ne? Also. Nice. Gut. Okay. Ja, braucht ihr auch noch ein bisschen. Gut, dann würde ich mal sagen, was ist doch mit der Folge schon wieder? Den nächsten Boss schaffen wir eh nicht. Kann ich komplett vergessen. Das ist halt das Problem, wenn man mit der Combo arbeitet. Wenn man mit der Combo arbeitet und man schön schnell vorankommt und du dann auf einmal nicht mehr mit der Combo spielst, weil du die halt verloren hast oder halt das Spiel beendest oder neu startest und damit auch verloren hast, dann ist das Spiel halt auch mit einem Mal extrem träge. Ja. Das ist natürlich ein kleiner Kehreffekt quasi. Yay, ein Rubin bekommen. Aber es ist halt so. Von daher würde ich mal sagen, das war's. Einmal weg bitte. Und in dem Sinne dann, schau mit V. Sehen wir uns gleich zu Eternal wieder.